Yo Leute, herzlich willkommen zurück bei Pokémon Blattgrün. In der letzten Folge haben wir alle Trainer besiegt und uns damit auf Level 40 katapultiert, sag ich mal. Und jetzt wollen wir uns dann langsam in Richtung Arena machen und alle hier besiegen. Bam! Dann kannst du gegen meine Spezialtechnik bestehen. Das sollen Ninjas sein, wenn mich nicht alles komplett täuscht. Nee, doch nicht, oder? Nee, das sind Psychos. Traumato. Also haben wir hier quasi Psycho-Pokémon als Gegner. Wie ihr aber sehen könnt, haben die aber stark angezogen vom Level her. Ich meine, 34 ist nicht mehr weit weg von uns. Ist nicht weit weg. Und mit Psychokinese sowieso nicht. So. Oh man. So, okay, dann Lapras ein paar XPs, Kadabra. Aquavelle. Okay. Ein Volltreffer reicht also trotzdem aus, um diese Maden hier zu besiegen. Das finde ich natürlich umso besser. So, ich bin jetzt auch gerade vom Einkaufen wieder gekommen. Für die, die es mitbekommen haben in der letzten Folge. War ich jetzt kurz einkaufen. Aber jetzt bin ich wieder zu Hause. Und deswegen nehme ich jetzt noch ein paar Folgen auf. Ich glaube so 2, 3 oder 4 werde ich schon noch schaffen. Ja, wobei ein bisschen mehr dürfte sogar noch gehen. Kommt immer drauf an, wie ich gerade Zeit habe und Lust vor allem. Spätestens morgen wird sowieso wieder weiter aufgenommen. Von daher ist das alles kein Stress im Dress. 38 dieses Hypno, das ist natürlich schon ein, ich sag mal, stolzes Level, muss man schon sagen. So, und ich habe vergessen, meinen Timer anzumachen, ich Spasti. Deswegen müssen wir uns jetzt damit abfinden, dass ich sage, jetzt noch 12 Minuten. Ja, das sage ich. Ich sage einfach 12 Minuten, zack. So, ein Subtrank. Okay, als nächstes kommt wieder so einer. Probieren wir es einfach. Mann, wir haben ja sonst nichts zu verlieren. Ich weiß, dass wir, wenn wir den Arena-Leiter gegen den kämpfen, dass wir ein Omod zu besiegen haben. 31, das könnte sogar machbar sein mit unserem Aquavellen-Dingens da. Außer, das ist natürlich nur Glück gewesen beim letzten Mal. Nee, war es nicht. Das ist mir dann wichtiger, dass wir quasi die Aquavelle dafür benutzen, da Eisstrahl haben wir nicht so oft und ist auch etwas stärker. Und das soll für Notfälle sein, sagen wir es mal so. Soll schon für Notfälle sein. So, ich werde auf jeden Fall in den Folgen, wo ich jetzt noch aufnehme, definitiv diesen Orden noch machen. Das wird wahrscheinlich in dieser Folge noch so sein. In der nächsten Folge Safari-Zone. Und in der übernächsten Folge hoffentlich dann der nächste Orden. Der Giftorden müsste das sein, wenn mich nicht alles täuscht. Da wird dann quasi unser Smetbo-Line eine ganz große und wichtige Rolle spielen. Und ja, das wäre so die nächsten 3, 4 Folgen. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, wie wir es danach machen. Ob wir dann quasi... Ja doch, dann haben wir einfach den 7. Orden. Und dieses eine Haus da, was wir da haben. Auf der Insel da, ich weiß gar nicht mehr, wie die Insel heißt, aber da gibt es auf jeden Fall so ein kleines Häuslein. Da werden wir noch mal ein bisschen durchlaufen. Da haben wir einen kleinen Freund. Oh, 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 oh. Das war natürlich sensationell, Lapras. Das hat mir gefallen, dieser Angriff von dir. Schön viel Elan und einfach durch. So, alles klärchen. Als nächstes besuchend wird unsere... Was ist denn effektiv gegen diese Psychos jetzt? Lass mal unser Ling mal ran.
Nee, andererseits, Ling ist selber hier ein bisschen im Arsch dann. Lass mal die Fackel ein bisschen hier. Die muss auch noch ein bisschen was machen. Okay, Einsatz Ninja-Trainer. Ja, doch. Ich habe schon immer gewusst, dass das Ninjas sind. Aber du bist definitiv kein Ninja. Aber du gefällst mir trotzdem mit deinem Arbok, weil das spielt unsere Fackel sowas von in die Karten. Weil ein Flammenwurf und das Ding müsste gegessen sein. Und zwar voll in sein Gesicht. Nein. Aber jetzt. Und ich dachte schon, das wäre es noch nicht gewesen. So, ein Sandamali. Oh, ein Sandamali. Ja, da haben wir noch einen Flammenwurflein da. Ich hasse es, wenn er mir jetzt mit seinem... Ah, das ist natürlich umso besser. Danke dir, meine Fackel. Sensationeller Flammenwurf. Und noch ein Arbok. Bar. So. Jetzt ist unser Angriff noch weiter verwindert. Jetzt wird es wieder kein Tod. Außer wir machen einen Volltreffer. Was ich mir sehr wünschen würde. Oder einfach so. Ja, so kann man das natürlich auch machen, Fackel. Sensationell natürlich. Ganz groß gemacht. Okay, wo sind wir? Als nächstes geht's hier und da und da. Und wir nehmen alle Trainer mit, deswegen schauen wir jetzt gar nicht, wo das zum Arenaleiter geht. Der Weg zum Arenaleiter ist der leichteste von allen. Ich finde es fast schon schwerer, die einzelnen Trainer aufzusuchen. Alles klaro. Dann hauen wir mal rein mit Flammenwurf. Wir werden natürlich nochmal, bevor wir zum Arenaleiter gehen, schön nochmal davor zum Pokémon Center gehen. Alles auch hochheilen, auch damit es ja so schön durchgeht. Damit wir auch ja optimalst vorbereitet sind. Ein Hypno wird eingesetzt. Alles klar, dann erreichen zwei von unseren sechs schon mal 41. Wenn wir Glück haben, könnte noch ein drittes Pokémon, je nachdem wie viel XP wir bei dem nächsten bekommen, auch noch 41 erreichen. Da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher und bin mir leider nicht sicher. So, dann werden wir nochmal schauen. Wen können wir dann als nächstes rangehen lassen? Probieren wir es mal mit unserem Vöglein. Vöglein an der Wand. Wer vögelt am besten im ganzen Land? Oh, Sandama, das ist natürlich, ja, was soll ich sagen dazu? Ist jetzt nicht so toll, oder? Ja, wobei es geht sogar. Es geht. Machen wir einfach mal eine Runde fliegen. Und dann kann er machen, was er will. Wir fliegen und zack. Das müsste rein. Oh, doch nicht. Reicht doch nicht. Kein Problem, dann machen wir es halt so fertig. Aber unser Taurus hat schon einige Probleme hier. Da muss man halt so sagen, wie es ist. Arbok könnte... Nein, das ist nicht so gut. Es gefällt mir nicht, wenn Arbok das macht. Probieren wir es mal so. Und ich hoffe, er benutzt keinen Giftstachel. Und passt besser. Aber ich fliege schon mal. Das ist wichtig. Und dann hau mal rein. Bitte mach einen Volltreffer und beende es. Oder auch so. Umso besser. Dann wäre der Kampf hiermit geritzt. Oh, er hat mich besiegt. Puh, ja. Du bist aber ein Genie. Du Genie. Ach, da geht's zum Arena Lighter. Ich orientiere mich immer an diesen kleinen weißen Punkten an der Ecke, immer von der Arena. Anfangs habe ich nie gewusst, wie es hier weitergeht, weil das sieht immer so gleich aus alles und
Keine Ahnung, aber irgendwann habe ich dann gemerkt, oh, da sind so weiße Punkte an den Ecken. Upsi, peinlich, dass ich das nicht gesehen habe. Ja, was soll ich sagen? Soll vorkommen. Kann auch vorkommen, finde ich. Ist jetzt nicht so das Schlimmste der Welt, muss ich sagen. So, dann wären wir jetzt soweit für unseren Arena-Leiter. Jetzt stellt sich nur die Frage, und das meine ich jetzt gerade ernst, wer wird kämpfen? Also mein Tauboga wird nicht lange durchhalten, das weiß ich. Ach, wir probieren es einfach. Ein Kind fordert einen Ninja-Meister zum Kampf heraus. Wie du willst, erlebe eine Welt des Schreckens, bevor ich dich besiege. An meinem Schlaf- und Giftattacken sollst du verzweifeln. Ja klar, träum weiter, Koga. Du müsstest erstmal noch ein bisschen was dazulernen. Smogon. Oh, Level 37 ist natürlich etwas. Das ist natürlich eine andere Hausnummer, muss ich schon sagen. Das ist, Toxin. Oh, das nervt mich jetzt schon wieder. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Aber ich werde kein einziges Pokémon von mir heilen. Und das kostet mich nur. Ja, nicht Zeit und sondern erstens mal Giftheiler und so. Und zweitens mal haben wir für solche Fälle ein Flug-Pokémon namens Ling, welches gegen Gift-Pokémon natürlich besonders effektiv ist. Es ist natürlich. Ich finde es halt irgendwo lächerlich, weil einerseits die Trainer hier, die kämpfen mit Psycho-Pokémon. Aber er kämpft halt eiskalt mit Gift- und Schlafattacken. Und das sehe ich irgendwie nicht so den ganzen Sinn dahinter. So, jetzt gebe ich ihm erstmal eine seiner eigenen Schlafattacken wieder ins Gesicht geprescht. So, unser Ling ist natürlich sensationell mit Psycho-Attacken. Da habe ich kein Problem mit, ihm damit eine ins Gesicht zu ballern. So, ich hoffe, Slimer schläft noch schöne 2 Runden. Damit würde ich leben können. So, aber Slimog ist natürlich aufgewacht und benutzt Schlammbad. Ja, Hypertrank natürlich. Das ist natürlich etwas blöd. Jetzt muss ich hoffen, dass unser Ding trifft. Unser Schlafpuder. Dass ich auch genügend, also eine Runde Zeit habe, uns zu heilen. Andererseits, wenn ich jetzt angreife, machen wir es einfach so. Was soll schon groß passieren, oder? Ich meine, es ist nur ein Spiel. Natürlich wacht der Gegner jetzt auf und benutzt Säurepanzer. Ah, das gefällt mir einfach überhaupt nicht. Vor allem kann das nicht einfach mal länger als 2 Runden schlafen. Bei mir pennen die Pokémon immer 5 Runden oder so, wenn ich keinen Aufwecker dabei habe. Voll gemein eigentlich. Also, machen wir den Psi-Strahl nochmal. So, das müsste jetzt dann reichen, der nächste Angriff. Genau, Hauptsache er benutzt keinen Hypertrank. Ich wollte es gerade sagen. Benutzt keinen Hypertrank. Aber er dürfte keinen mehr haben eigentlich in der Theorie. Wie es mit der Praxis aussieht, keine Ahnung. Ich benutze auch mal lieber einen Trank und schaue mir das jetzt mal an. So, jetzt haben wir ein richtiges Problem. Und zwar, wenn ich jetzt einen Psy-Strahl einsetze, dann wacht er jetzt auf. Jede Wette mit euch, dass er jetzt aufwacht. Jede Wette. Schlammbart. Oh ja, und jetzt macht er einen Volltreffer. Nee, macht er nicht, aber ich schlafe ihn ein. Schläfer ihn ein. Das ist super, was wir hier machen. So. Wenn er uns noch einmal trifft, dann sind wir halt einfach mal Arsch im Arsch. Deswegen müssen wir jetzt mal überleben. Und den bitte mit einem Volltreffer erledigen. Oh, bitte schlaf, bitte schlaf, bitte schläfer weiter. Fuck. Bitte verletz dich selber. Yes! Come on! Das hat mir die allermeisten Probleme bereitet, dieses.
Drecksviech bis jetzt. Aber es geht klar. Smogon. Das machen wir damit noch. Machen wir mal Schlafpuder schön. Das müsste damit hinhauen. So, und als nächstes werden wir noch. Ja, ja, Smogon, schlaf du. Ich werde unser Ling noch ein bisschen heilen. Benutzen wir mal einen Hypertrank. Und als nächstes werden wir dann Hyperheiler. So kann man es natürlich auch machen. Habe ich jetzt ehrlich gesagt kein Problem mit, sonst schläfern wir dich gleich nochmal ein. Das hättest du dir vielleicht für dein O-Mod aufsparen sollen, Kompagnon. Ja, was soll ich sagen? Als nächstes werden wir einen Psystrahl einsetzen, so wie immer. So. Müsste reichen, genau. Hätte ich eigentlich auch direkt machen können, aber ist egal. Smogmog. Ach so, ich dachte, es kommt ein O-Mod. Deswegen. Hat sich da also noch was verändert? Schlafen bitte. Schlafenszeit, Schlafenszeit für das Smogmoglein. Level 43. Einfach mal ein paar Level über uns sein. Ist ja nicht schlimm. Das heißt, es wird ein heftiger Kampf werden. Das war aber eigentlich eh schon zu erwarten. Das einzige Problem, was ich jetzt dabei habe, ist, und zwar, wenn jetzt ein Schlammbad von ihm kommt, dass das uns ganz schön wehtun wird, wenn er aufwacht. Das sollte es überleben. Bitte, 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 bitte. Jawohl. Kein Stress gewonnen. Super Job gemacht, Smetbo. Sehr, sehr schön. Und Level Up hast du dir verdient. Super gut. Sehr gut. Na sowas, du bist ein würdiger Kämpfer. Ich reiche dir den Seelenorden. Ja. Nun, da du Träger des Seelenordens bist, wird die Abwehr deiner Pokémon steigen. Ferner kannst du Surfern und auch außerhalb von Kämpfen nutzen. Bitte nimm auch dieses Geschenk. Brandy L 07, 0TM 06. Das Toxin. Es ist eine mehr als 400 Jahre alte Technik. Ach so, weil wir ja Taubes haben, was vergiftet ist. Ich habe das voll vergessen. Egal. Wir laufen da jetzt raus, heilen unsere Pokémon und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, meine kleinen Freunde. Wenn es heißt Surferzeit und danach geht's zum fünften Örtlein. Und ich freue mich schon drauf. So langsam geht's in Richtung Zielgerade, meine Freunde. Ja, ja. Ihr habt schon richtig gehört. So langsam geht das in Richtung Zielgerade. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag noch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.